Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Heute möchte ich euch wieder was ganz Besonderes vorstellen, und zwar mein Moos. Dieses hatten wir ja mitgebracht aus unserem Dorf. Hierbei handelt es sich um Zypressen- oder Schlafmoos. Da ist übrigens eine Ledeburia socialis drin, beziehungsweise zwei Stück. Wundert euch nicht. Die passt da sehr gut zu. Warum der Name Schlafmoos? Das hat eine sehr interessante Geschichte. Im Mittelalter wurde Schlafmoos in getrockneter Form als Füllung für Kissen oder Matratzen verwendet, weil es eben so weich ist, selbst wenn es getrocknet ist. Dieses Moos kann so zwischen 1 und 3 cm lang werden und die einzelnen Triebe können sich sehr stark verzweigen, muss aber auch nicht sein. Ihr könnt euer Moos, anstatt es zu gießen, täglich besprühen. Ich habe das ja in diesem kleinen Gewächshaus und ich besprühe das zweimal täglich und man sieht halt, dass es im Laufe des Tages gelblich-bräunlich wird und sobald ihr das besprüht, wird es wieder dieses satte, leuchtende, dunkle Grün. Als Standort könnt ihr einen schattigen oder halbschattigen Standort wählen. Habt ihr Moos in eurem Garten, dann bedeutet das nicht zwangsläufig was Schlechtes. Viele Menschen entfernen das einfach, obwohl Moos ziemlich gute Eigenschaften hat. Das speichert zum Beispiel Wasser, es kann Schadstoffe aus der Luft rausfiltern und es ist natürlich ein Lebensraum für kleinere Tiere bzw. Insekten. Als idealen Bodengrund könnt ihr zum Beispiel ein Sand- oder Torfgemisch verwenden. Moos wächst allerdings auch auf Steinen oder Ästen, aber es bevorzugt einen eher sauren pH-Wert. Ihr braucht das Moos nicht extra düngen, denn das Moos kann aus der Luft Nährstoffe aufnehmen. Ihr solltet kein kalkhaltiges Wasser verwenden, das gefällt dem Moos nicht so gut. Ansonsten ist es sehr pflegeleicht. Ihr könnt es zum Beispiel ganz einfach teilen, indem ihr das Moos teilt tatsächlich, also auseinanderreißt und wieder auf Erde setzt oder auf das Medium, wo ihr es gerne wachsen lassen möchtet und das wird sich dann ausbreiten. Ihr könnt es aber auch über Sporenkapseln vermehren. In diesem Fall müsstet ihr die Kapseln in der Hand zum Beispiel zerdrücken und über angefeuchtete Erde geben. Für das beste Ergebnis könnt ihr dann über diese Erde eine Klarsichtfolie geben, damit einfach die Temperatur und Feuchtigkeit gegeben wird. Und Moos ist halt extrem vielseitig, nicht nur im Garten oder im Aquarium oder bei euren Pflanzen. Also ich kultiviere das jetzt erstmal in diesem Gewächshaus. Ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft da drin haben möchte oder ob ich das wirklich mit zu meinen Pflanzen gebe oder zum Beispiel Kokedama daraus mache, wobei ich bin da jetzt nicht so ein Fan von denen. Aber auf jeden Fall könnt ihr sehr viel aus eurem Moos oder mit eurem Moos machen. Und das ist jetzt halt eine Sorte. Mal gucken, ob ich noch andere bekomme. Denn es gibt ganz viele verschiedene Arten von Moosen, die sich nicht nur in Farbe unterscheiden, sondern eben auch in der Art oder Länge, Größe, wie sie wachsen. Das ist wirklich eine faszinierende Welt für sich. Habt ihr Moos zu Hause? Vielleicht in euren Bonsai-Schalen oder bei euren Pflanzen oder in eurem Aquarium? Lasst mich das doch gerne wissen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Lasst mir gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!